gibt es wieder ein Food Haul von mir. Diesmal ein Angebots-Food Haul. Wieso Angebots-Food Haul? Weil ich im Kaufland die Angebote geholt habe und ich war heute sogar noch im Lidl. Also ich bin extra noch zum Lidl gefahren. Ich muss kein extra hinfahren. Das ist vielleicht 2 Minuten entfernt vom Kaufland bei uns. Weil es da auch super Angebote gab. Deswegen diese beiden Supermärkte nennt man das, oder? Ja, wir fangen aber heute trotzdem wieder mit Kaufland an. Ihr wisst ja, ich liebe Kaufland. Aber im Lidl gab es halt auch super Angebote, deswegen musste ich zum Lidl, weil die Angebote wollte ich mir nicht entgehen lassen. Aber wir fangen gleich mal an mit Kaufland. Da kam einmal mit eine Schoki von Milka, die kostet 65 Cent, ist gerade im Angebot. Ja, wir fangen wieder total mit ungesunden Sachen an. Yay. Kinderriegel kam mit für 1,49. Auch im Angebot eben die Kinderriegel. Bacon kam mit für 79 Cent, auch im Angebot. Also alles ist fast im Angebot. Ich glaube, ich muss es nicht mehr dazu sagen, oder? Oder ich sag's dazu. 1,49, weil ihr sagt ja immer, ihr mögt es voll, weil ich die Preise sag. Und ja. Also 1,49 war auch im Angebot. Hähnchenbrust. Eisbergsalat für 59 Cent. Schoki nochmal 65 Cent. Also alle Milka-Schokoladen sind gerade im Angebot. Kam einmal Essig mit, der ist uns leer gegangen für 39 Cent. Ich esse gerade wieder voll gern Salat. Das ist immer so phasenweise. Mal eine Phase, wo ich überhaupt keinen Salat mag und dann wieder eine Phase, wo ich voll gerne Salat mag. Also immer so, mal so, mal so. Aufbackbrezen kam mit für 1,29 €. Ich muss das hier ein bisschen anders auf die Seite stellen, weil da kommt einiges noch dazu. 39 Cent für die Aufbackbrötchen. Gurke kam mit für 69 Cent. Hätte ich im Lidl nur 65 Cent für die Gurke gezahlt, aber das wusste ich ja dann nicht. Ich war also erst im Kaufland und dann im Lidl. Aber gut, die 4 Cent. Einmal kam Margarine mit für 75 Cent. Und diese Beefy-Nachmache kam auch wieder mit, jeweils die Packung 49 Cent. Die isst mein Mann gerade total gerne. Upsala. Der Sahnejoghurt von Zott ist im Angebot für 29 Cent. Ein Sackerl Kartoffeln kam mit für 1,69 €. Die Piccolinis sind im Angebot für 1,49 €. Die mag meine Kleine voll gerne und ich denke mal so für zwischendrin und so, wenn es mal schnell gehen muss, sind die perfekt. Nehme ich meistens mit, wenn die im Angebot sind. Die Haribo Mini-Verpackungen sind im Angebot für 1,29 €. Bananen, das Kilo 1,09 €. Was ist denn das? Kerrygarden ist im Angebot für 1,59 €. Ich mag, also eigentlich esse nur ich die Butter, die anderen mögen alle Margarine unten drunter, wenn sie Butter wollen. Butter ist das ja dann nicht, Margarine. Ich mag total gern die gesalzene. Ja, alle anderen mögen das nicht, wenn das gesalzen ist. Ich hoffe, ich habe die gesalzene mitgenommen. 1,59 € eben. Mandarinen 1,39 €. Ja, auch da hätte ich im Lidl sparen können. Da haben die Mandarinen nur 1,29 € gekostet. Ja, ganze 10 Cent hätte ich im Lidl sparen können, aber habe ich schon beim Kaufland mitgenommen. Hackfleisch war runtergesetzt, deswegen haben auch zwei Pakete mit für 1,19 €. Mit einem Paket gibt es Frikadellen mit Kartoffelbrei, das gibt es heute. Und mit dem anderen Paket mache ich Pelmeni. Ich weiß nicht, ob ihr Pelmeni kennt. Das könnt ihr euch so, das ist was Russisches, das könnt ihr euch vorstellen wie Ravioli in Deutsch. So ähnlich. Nur nicht, dass er so tomatenlos ist. Auf jeden Fall voll lecker. Und deswegen kamen zwei Pakete Hackfleisch mit. Auch mit Hackfleisch. Also ich weiß nicht, Hackfleisch gibt bei uns immer und da können wir auch total viele Sachen machen. Dann kamen heute mal Äpfel vom Bodensee mit. Ja, da uns die letzten Äpfel, normalerweise habe ich ja früher immer nur Pink Lady Äpfel gekauft. Letztes Mal hatte ich die Elster-Äpfel und sie waren echt lecker. Und dachte ich mir, wieso kaufe ich eigentlich immer Pink Lady? Sie sind viel teurer. Und dabei haben die Elster-Äpfel zum Beispiel viel besser geschmeckt wie die Pink Lady-Äpfel. Und dann dachte ich mir, gut, dann probieren wir mal Bodensee-Äpfel aus. Da hat das ganze Ding hier, das hat 2 Kilo, nur 1,49 € gekostet. Und ja, deswegen dachte ich mir, okay, dann probieren wir uns mal durch die Äpfel. Müllermilch ist im Angebot für 59 Cent. Yep. Und dann kam noch bei Kaufland als zu guter Letzt noch einmal Hackel-Klopapier ist im Angebot für 1,59 €. Ich komme mir aber schon vor wie so eine Werbesendung, wenn ich das immer mit den Preisen so sage. Aber euch gefällt es, deswegen
In Kaufland habe ich deswegen auch gar nicht so viel diesmal ausgegeben. Da waren es 23,04 €. Ja, weil ich ja noch zum Lidl fahren wollte. Und das habe ich natürlich auch getan. Fangen wir mal mit der Tüte an. Da kamen einmal Süßkartoffelpommes mit. Oh, wie geil. Die habe ich beim Kaufland zum Beispiel noch nie gesehen. Aber ich habe mich jetzt auch noch nicht so mit der Abteilung Tiefkühl-Süßkartoffelpommes befasst. Aber deswegen kam die vom Lidl mit. Kostet 2,49 €. Ja, und ich finde Süßkartoffelpommes so lecker. Also Süßkartoffeln allgemein. Weiß nicht, das ist ja so ein Trend geworden. Aber, lecker. 2,49 € habe ich schon gesagt. Jumpies kam einmal mit für 99 Cent. Ups. Drei Pizzas für 1,79 € kam mit. Die haben da gerade so einen Umbau gehabt bei unserem Lidl. Also so ein neuer Eröffnungsumbau. Deswegen waren manche Sachen extrem runtergesetzt. Wie zum Beispiel Fischstäbchen für 99 Cent. Aber natürlich waren die schon wieder ausverkauft. Oder Chicken Nuggets. Nicht Chicken Nuggets. Chicken Wings für 1,99 €. Aber auch die waren ausverkauft. Also ich war in einem Lidl, wo vieles, wo die Angebote super waren, natürlich wieder ausverkauft waren. Aber es war jetzt auch, ich bin jetzt nach der Arbeit gleich einkaufen gegangen. Jetzt ist es auch schon 3 Uhr und ja, 2 oder so war ich dort. 1,79 € habe ich schon gesagt. Die Mülle mit der Ecke für 27 Cent war im Angebot beim Lidl. Dann habe ich diese Curlys gesehen, Curly Pommes. Oh, die haben mich auch voll angelächelt. Ich bin natürlich auch wieder mit Hunger einkaufen gegangen. 1,49 €. Oh, und die Pommes waren zum Beispiel, diese ganz normalen Pommes, waren auch im Angebot für 79 Cent, aber auch die waren ausverkauft. Wobei Pommes früher eigentlich immer nur 89 Cent gekostet haben. Und mittlerweile kosten die ganz stinknormalen Eigenmarken-Pommes auch schon 1,19 €. Ja. Und dann kam so ein Getränkepack mit. Ich hatte ja letztens bei der Geburtstagsfeier, habe ich auch so ein Getränkepack vom Kaufland gekauft. Und es ist eigentlich ultra praktisch. Da tue ich immer zwei in meine Handtasche. Und so für zwischendrin, wenn wir unterwegs sind oder so, dann habe ich immer so ein kleines Drinkpack dabei für die Mädels. Und so für zwischendrin finde ich das auch nicht verkehrt und nicht schlimm. Und ich bin ja auch kein Gesundheitsfanatiker. Ne? Also, wer meine Food Halls kennt, ihr wisst, ich lebe jetzt nicht ultra gesund, aber auch nicht ultra ungesund. So ein gesundes Zwischendrin würde ich sagen, ganz stinknormal, wie wahrscheinlich 80% der Leute einkaufen. Joghurt mit der Ecke von Lidl Eigenmarke kam mit, weil da buntes Marke drin sind, 35 Cent. Mag meine Brust voll gern. Dann war die Lachsforelle runtergesetzt, also 30% günstiger, also nur noch 1,74 €. Mein Mann steht total auf Lachs. Deswegen dachte ich mir, wenn das schon mal im Angebot ist, kann man das ihm ja mitnehmen. Kartoffelpüree kam mit für 89 Cent. Ja, man kann das auch selber machen, aber hat man immer die Lust, es selber zu machen? Ich nicht immer. Crunchies kam mit für 99 Cent. Essiggurken. Kleiner halt Crunchies sind, weil kleiner sind. Ne? XXL-Wochen haben die auch im Lidl. Da kam einmal diese, ich sag Salami-Wurst, aber da steht ja Zervalat-Wurst, was weiß ich, wie das heißt, für 1,11 € im XXL-Pack. Unsere absolute Lieblingssalami vom Lidl kam mit für 1,69 €. Also die müsst ihr auch ausprobieren. Tiroler Salami, die ist so ultra lecker. Mein Mann wird bestimmt wieder schimpfen, warum ich nur ein Paket mitgenommen habe, aber. Ja, ich habe mir gedacht, eins reicht erstmal. Schokodrink kam mit für 49 Cent jeweils die Packung. Weizenmehl kam eben mit, das brauche ich dann für die Pelimes für 35 Cent. Also eine, normalerweise habe ich sowas ja immer im Vorrat da, aber ich weiß nicht, wie unser Vorrat aussieht. Ja, jetzt muss ich mal dieses mega Tüte holen. Oh mein Gott. Adventskalender kam schon mit, also meine Mädels bekommen jeweils, ich habe mir gedacht, dieses Jahr für meine Kleine, die ist 1,5, so 1, 2, 3 Playmobil-Kalender, weil mir nichts Besseres einfällt. Und für meine Große, die kriegt einen Babyborn-Adventskalender, aber Schoki über einen Schoki-Kalender, freut sich doch jeder, oder? In der Früh ein Stück Schoki muss doch sein. Ja, ich hätte mir die anderen zwei auch sparen können, die Kalender, aber ja, man will ja den Kindern auch irgendwie. Ja, man freut sich doch immer, den Kindern irgendwas zu schenken und deswegen auch die anderen zwei Kalender. Letztes Jahr habe ich das selber gebastelt, aber das habe ich mir gedacht, dieses Jahr tue ich mir das nicht an. Habe ich schon gesagt, jeweils 75 Cent. Also es war schon anstrengend, 24 Dinger zu suchen, was klein ist und was in den Dingern passt. Und deswegen dachte ich mir, dieses Jahr mache ich es mir einfach.
XXL Sandwich Toast war im Angebot, dann auch bei Lidl für 59 Cent. Deswegen kamen gleich zwei Pakete mit. Eins wird eingefroren und eins kommt in die Brot, ins Brotfach. Curry King Nachmacher kam mit für 1,39. Snickers Nachmacher war im Angebot für den Euro. Marmorkuchen auch XXL für 1,19 €. Den habe ich immer da, wenn mal Besuch kommt oder so, dann kann man den ganz schnell aufschneiden und dann zum Kaffee dazu und fertig. Die Wienerle waren auch im Angebot für 1,69 €. Waren auch XXL-Wochen bei Lidl eben. Da waren auch die XXL Wiener eigentlich im Angebot, aber die haben 2,59 € gekostet und war ein Wienerle mehr drin, also bin ich trotzdem besser mit denen weggekommen. Schoko Croissants kam wieder mit für 99 Cent. Twix Nachmache ist das ja für auch 1 €. Kräuterbaguette, die snackt mein Mann total gerne, so zwischendrin, für 59 Cent, einmal Kräuter und einmal Knoblauch. Da finde ich übrigens die vom Lidl besser als die vom Kaufland. Weiß nicht, die sehen so anders aus, so knuspriger, schöner. Keine Ahnung, müsst ihr mal ausprobieren, beide. Also wenn ihr sowas mögt. Hirtenkäse kam einmal mit, weil ich ja gerade irgendwie wieder voll auf Salat stehe und dann mag ich das so griechischen Salat mit Tomate, Eisbergsalat, Gurke und dann noch Feta dazu. Oder Hirtenkäse in dem Fall. Kostet 1,19 €. Kein Platz. Käsestangen waren 3 Stück und zahle nur 1 €. Deswegen, ihr wisst ja, mein Mann mag Käsestangen total gerne. Deswegen kam sie mit. Mayonnaise 95 Cent. Also ihr müsst ja auch schon glauben, was haben wir für einen Mayonnaisenverschleiß, aber mein Mann isst viel Mayonnaise, aber der muss ja auch viele Kalorien zu sich nehmen. Also er macht das immer noch mit seinen 3000 Kalorien und deswegen ist Mayonnaise ja da so ein guter Faktor. Und er hat sogar schon geschafft, er hat schon, ich glaube, 6 Kilo schon zugenommen. Also es bringt wirklich was, wenn man seinen Kalorienbedarf erhöht, falls man nicht zunehmen kann. Schwarzwälder Schinken war im Angebot für 1,39 €. Milch, ups, kam zweimal mit für 61 Cent. Jetzt habe ich langsam keinen Platz mehr. Pausenstangerl kam mit, die esse ich ja so gern. Also es gibt die von Kaufland, gibt es ja so ähnliche. Die sind nur dicker, aber die sind auch noch fast leckerer wie die von Kaufland. Kosten 1,69 €. Die snacke ich immer so am Abend vom Fernseher schon. Und dann erst herzhaft, dann süß, dann herzhaft, dann süß. Also ich bin total schlimm beim Essen. Vor allem, so tagsüber habe ich gar nicht so viel Hunger. Aber sobald es abends ist, kriege ich einen Hunger. Mein Mann sagt sowieso immer, dass du nicht platzt. Also dass ich nicht satt werde. Weil dann kriege ich immer Hunger, dann hole ich mir das, dann hole ich mir das. Klar, die Kinder sind schlafen und ich habe Zeit, was ich ja sonst dann nicht habe. Naja. Die Bolognese-Soßen oder Tomatensoßen waren auch im Angebot für 79 Cent. Habe ich immer da, da kann man zum Beispiel mit Knochis oder, keine Ahnung, wenn es schnell gehen muss, hat man halt was da. Eine Cola Light kam mit, weil wir noch ein paar Cola Lights haben von der letzten Woche. 39 Cent, ich und meine Colas. Cola-Sucht. Bierwurst kam mit für 85 Cent, was ist das? Toast, Käse, dieser Schmelzkäse. Wir machen ganz gern so ab und zu dieses, wie heißt denn das Gerät? Sandwich Maker. Heißt das? Sandwich Maker. Ja, und dann haben wir den immer im Kühlschrank und dann kann man den mal für zwischendrin auch mal machen. Bei mir kann man alles für zwischendrin machen, habe ich das Gefühl. Passierte Tomaten kamen mit. Und damit mache ich meine ultra leckere, selbstgemachte Tomatensauce. Dafür brauchen wir immer passierte Tomaten, deswegen habe ich das auch immer im Vorrat für 35 Cent. Ups. Noch ein Tomatenketchup kam mit für 79 Cent. Upp. Und jetzt muss ich mal gucken, was wir da drin haben. Und das zeige ich euch jetzt, weil das ist die ganze Tüte restlich noch voll. Diesmal kam Kong Strong mit, also Lidl Eigenmarke Energy Drink, war auf 19 Cent im Angebot. Deswegen kamen da 24 Stück, steht auf dem Kassenzettel mit. Ich habe einfach zugegriffen, die ganze Tüte, die restliche Ikea-Tüte. Ja. Oh mein Gott. Ist voll von Kongstar. Ja, wenn die schon mal für 19 Cent im Angebot ist, sind und mein Mann die sowieso literweise trinkt, kann man ja auch mal mehr davon mitnehmen. Ja, das war's. Ihr habt es geschafft. Ich hoffe, euch hat der Food Haul wieder gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen und über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!